Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf Sie alle ganz herzlich willkommen heißen zur Auftaktveranstaltung unserer Reihe Was ist wirklich in diesem Sommersemester. Der heutige Abend steht unter dem Thema Paradoxe Quanten. Mein Name ist Hermann Josef Eckel, ich bin Hochschulpfarrer an der katholischen Hochschulgemeinde hier an der Universität und zusammen mit Johannes Kleiner, mit Sven Seeberg, Barbara Wittmann und den Kolleginnen und Kollegen der Evangelischen Studentengemeinde verantwortlich für das Management dieser Reihe Was ist wirklich? Leider muss ich zu Beginn etwas Trauriges vermelden. Zayn Malik, Sänger der Boygroup One Direction, hat sich von seiner Band getrennt und damit Millionen von Mädchenherzen gebrochen. Aber es gibt in dieser Situation Trost, aus einer ganz unerwarteten Richtung. Stephen Hawking hält diesen Trost bereit. Gefragt, was er denn zu diesem Banddrama sage, meinte er, mein Tipp für jedes junge Mädchen mit gebrochenem Herzen ist, sich auf die Erforschung der theoretischen Physik zu konzentrieren. Es sei eben nicht auszuschließen, dass es noch andere Universen gäbe und dass in so einem Universum Zayn Malik noch bei One Direction mitmache. Und mehr noch, dieses traurige Mädchen möchte sicher auch wissen, dass in einem anderen möglichen Universum sie und Zayn glücklich verheiratet sein könnten. Wenn das kein Trost der Quantentheorie ist. Wir werden heute Abend den Paradoxien der Quantentheorie nachgehen, aber vielleicht auch überlegen, ob wir Trost oder zumindest interessante intellektuelle und existenzielle Perspektiven darin entdecken können. Ich lade Sie alle ein, dass Sie gemeinsam mit uns auf diese Entdeckungsreise gehen, zusammen mit dem Referenten des heutigen Abends, Thomas Filker aus Freiburg, den Johannes Kleiner jetzt vorstellen wird. Ja, vielen Dank. Ja, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Genau, dass Sie ein bisschen Eindruck haben, mit wem Sie heute reden und wer Sie heute ein bisschen inspiriert, ein paar Rahmendaten zu Thomas. Er hat Physik studiert in Bonn, hat auch in Physik promoviert und die Physiker unter Ihnen, die kennen das, in was er promoviert hat, nämlich in Renormalisierung von Stringfunktionalen. Er ist danach nach Freiburg gegangen, hat dort habilitiert, war währenddessen noch kurz in Tokio unterwegs und wir legen immer Wert darauf, dass die Leute, die wir einladen, nicht nur sozusagen in dem Fachbereich, in dem sie wirklich Experten sind, arbeiten, sondern auch ein bisschen über den Tellerrand gucken. Thomas Filk hat das getan, er ist auf der einen Seite assoziiert mit dem Institut für Grenzgebiete der Psychologie in Freiburg und er ist auf der anderen Seite assoziiert mit der Parmenides Foundation in München. Ja, er ist Autor, Übersetzer und Editor von vielen verschiedenen Büchern. Selbst geschrieben hat er eins, ein populärwissenschaftliches, das heißt, am Anfang war die Ewigkeit auf der Suche nach dem Ursprung der Zeit. Einige von Ihnen kennen es vielleicht schon. Er ist nämlich Co-Autor von Nico Giulini, den wir auch schon als Gast hier hatten zu dem Thema Was ist Zeit? Ja, unter den Büchern, wenn Sie mal in Amazon eingeben, Thomas Filk, dann werden Sie erschlagen von 30 Büchern oder mehr. Das sind viele, die er übersetzt hat. Ich nenne mal zwei, die er selbst sehr empfiehlt. Das eine ist Die Musik der Primzahlen auf den Spuren des größten Rätsels der Mathematik. Das andere ist Liebe und Mathematik im Herzen einer verborgenen Wirklichkeit. Ja, Thomas Filk hat nach eigener Aussage einen random walk durch die Physik gemacht, also einen zufälligen Gang durch die Physik, viele verschiedene Themen gestreift. Er hat angefangen in der QFT, ist dann wie gesagt in die Stringtheorie, hat gearbeitet zu Gitter-Eich-Theorien, ist dann gekommen in die Festkörpertheorie und hat gearbeitet zu Phasenübergängen. Danach kamen statistische Modelle auf sogenannten Graphen und ganz am Schluss jetzt stehen sogar neuronale Netze. Und er sagt selber, das Verbindende eigentlich in seinem wissenschaftlichen Arbeiten ist das Interesse an Graphen. Das sind mathematische Strukturen. Genau, und damit übergebe ich auch schon das Wort an Thomas. Herzlich willkommen. Freut uns, dass du hier bist. Ja, vielen Dank. Erstmal auch für den Applaus und dann natürlich auch für die netten Worte zur Einführung. Ich möchte Sie natürlich auch herzlich begrüßen. Wir haben lange überlegt, wie man so einen Abend anfangen kann.
Quantenmechanik ist ja jetzt nicht unbedingt das, was jeder mehr oder weniger von der Jugend anlernt. Und bevor ich dann überlegt hatte, ob ich jetzt eine Viertelstunde lang über die Quantentheorie rede und versuche, das zu vermitteln, was man sonst in ein oder zwei Semestern vermittelt, habe ich gedacht, ich fange mal ganz ungewöhnlich an, nämlich mit einem literarischen Text. Und dazu muss ich aber einiges vorweg erzählen. Es geht um einen Text von Jorge Luis Borges. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den kennt. Er ist ein argentinischer Schriftsteller gewesen. Und er hat sehr viele Kurzgeschichten geschrieben, von denen ich sagen muss, die sind auch für den Naturwissenschaftler sehr interessant, weil er manchmal eine Fantasiewelt vorstellt, die man sich als Naturwissenschaftler entweder nur schwer vorstellen kann, auf der einen Seite, oder auf der anderen Seite, wo man sich plötzlich als Naturwissenschaftler sogar wiederfindet. Und eine seiner Geschichten, aus der ich jetzt gleich einen kurzen Abschnitt vorlesen möchte, ist ziemlich schwer auszusprechen, Tlön, Ukba und Orbis Tertius. Aus der Geschichte werde ich einen kurzen Abschnitt vorlesen. Und zwar deshalb, weil er uns hier in eine Welt entführt, in der die Menschen ein anderes Realitätsbewusstsein haben. Sie nehmen die Realität nicht so wahr, wie wir sie wahrnehmen. Insbesondere bringt er das sehr schön zum Ausdruck, dass es in dieser Welt keine, oder für die Menschen, die Realität ist möglicherweise dieselbe, aber sie nehmen sie anders wahr, aber sie denken nicht in Form von Objekten. Für sie gibt es eigentlich keine Objekte, die irgendwie überdauern. Wir werden dann gleich eine Geschichte von Münzen hören, die an einem Tag verloren werden und später wiedergefunden werden. Und das ist für die vollkommen absurd, dass das dieselben Münzen sein sollen. Da gibt es immer nur etwas für die Gegenwart und eigentlich auch nur Eigenschaften und Prozesse, aber eben keine überdauernden Objekte. Und es ist seltsam, wie Borges das schildert. Und ich als Physiker war davon fasziniert, weil ich dachte, wie würden diese Wesen, diese Menschen, die Quantenmechanik empfinden? Ob die für sie vielleicht vollkommen natürlich wäre, ob die da überhaupt gar kein Paradoxes oder scheinbar Paradoxes, sollte man ja eigentlich sagen, drin sehen. Und wie gesagt, ich möchte Sie damit einfach ein bisschen einführen in eine andere Art Realität wahrzunehmen. Und wir werden auf diese Art dann vermutlich später im Laufe des Abends noch einige Male zurückkommen, inwiefern das tatsächlich möglicherweise in der Quantenmechanik ähnlich ist. Ich sollte vielleicht noch eine Bemerkung vorab machen, so eine Art Kleingedrucktes. Also ich werde sehr oft heute meine Meinung zur Quantenmechanik äußern und jeder von Ihnen, der mit Physikern zu tun hat oder schon mal bei einer Diskussion dabei war, wo sich zwei Physiker über die Quantenmechanik unterhalten haben, wird wissen, dass das sehr emotional werden kann, sehr unwissenschaftlich, absolut nichts mehr mit dem zu tun hat, was man irgendwie objektive Naturwissenschaft oder so nennt. Also das kann zu richtigen Streitgesprächen führen, um es ganz milde auszudrücken. Und wenn ich also heute einiges zur Quantenmechanik sage, dann ist das immer meine Meinung. Und es könnte sein, dass der nächste Quantenphysiker, der hier reinkommt, oder ich weiß ja nicht, wie viele hier auch heute Abend sitzen und sich mit der Quantenmechanik beschäftigt haben, vollkommen anderer Meinung sind. Das ist in der Quantenmechanik einfach so, denke ich. Und naja, wir werden es, wie gesagt, an einigen Stellen vielleicht merken. Aber jetzt möchte ich diese Geschichte vorlesen oder diesen Teil der Geschichte. Ich muss noch ein paar Worte zur Einführung sagen. Borges beschreibt gerne alte Bibliotheken, alte Bücher. Und auch in dieser Geschichte geht es darum, dass eine alte Enzyklopädie aufgetaucht ist. Und in dieser Enzyklopädie werden Länder beschrieben, die sonst in keiner anderen Enzyklopädie beschrieben werden. Nämlich eben unter anderem dieses Land Tlön. Und die Enzyklopädie beschreibt, wie diese Menschen in Tlön gedacht haben und wie ihre Sprache war. Und da setzt jetzt also der Text ein, den ich gerne vorlesen möchte. Unter den Lehren Tlöns hat keine so großen Anstoß erregt wie der Materialismus. Einige Denker haben ihn, weniger klar als inbrüstig, so formuliert, wie man ein Paradoxon vorträgt.
Um diese unbegreifliche These dem Verständnis näher zu bringen, ersann im 11. Jahrhundert, hier kommt eine Anmerkung, dass das in Klön natürlich eine andere Zeit ist als bei uns, ein Heresiarch das Sophisma von den 9 Kupfermünzen, das ob seiner Anstößigkeit auf Klön so berüchtigt ist, wie bei uns die Aporien der Eleaten. Von diesem Scheinargument gibt es viele Versionen, in denen die Zahl der Münzen und die Zahl der Funde variieren, hier die geläufigste. Am Dienstag überquert X einen öden Weg und verliert 9 Kupfermünzen. Am Donnerstag findet Y auf dem Weg 4 Münzen, die der Regen vom Mittwoch ein wenig hat rosten lassen. Am Freitag entdeckt Z 3 Münzen auf dem Weg. Am Freitagmorgen findet X 2 Münzen im Flur seines Hauses. Der Heresiarch wollte aus dieser Geschichte die Realität, die Kontinuität der 9 wiedererlangten Kupfermünzen ableiten. Es ist absurd, sich vorzustellen, behauptete er, dass 4 der Münzen zwischen Dienstag und Donnerstag, 3 zwischen Dienstag und Freitagnachmittag, 2 zwischen Dienstag und Freitag früh nicht existiert haben. Es ist logisch anzunehmen, dass sie, sei es auch auf eine geheime, dem Begreifen des Menschen verschlossene Weise, in sämtlichen Augenblicken dieser 3 Zeitspannen existiert haben. Die Sprache von Klön widersetzte sich der Formulierung dieses Paradoxons. Die meisten verstanden es überhaupt nicht. Die Verfechter des gesunden Menschenverstandes beschränkten sich anfangs darauf, der Anekdote jeden Wahrheitsgehalt abzusprechen. Sie hoben wiederholt hervor, es handele sich um eine sprachliche Täuschung, beruhend auf der tollkühnen Verwendung 2 durch den allgemeinen Gebrauch nicht autorisierter und jedem strengen Denken fernstehender Neologismen, der Verben finden und verlieren, die eine Petitio Principii darstellen, da sie die Identität der 9 ersten und der 9 letzten Münzen bereits voraussetzen. Sie gaben zu bedenken, dass jedes Substantiv, Mensch, Münze, Donnerstag, Regen, nur einen metaphorischen Wert hat. Sie wiesen auf den perfiden Nebenumstand hin, die der Regen vom Mittwoch ein wenig hat rosten lassen, der voraussetzt, was erst bewiesen werden soll, die Andauer der 4 Münzen zwischen dem Donnerstag und dem Dienstag. Sie erklärten, dass Gleichheit etwas anderes ist als Identität und formulierten eine Art Reductio ad absurdum oder den hypothetischen Fall von 9 Menschen, die in 9 aufeinanderfolgenden Nächten einen heftigen Schmerz erleiden. Wäre es nicht lächerlich zu behaupten, so fragten sie, dass dieser Schmerz ein und derselbe sei? Sie sagten, den Heresiarchen habe lediglich das lästerliche Vorhaben getrieben, die göttliche Kategorie Sein ein paar Münzen zuzusprechen. In einigen Fällen leugne er die Pluralität, in anderen nicht. Sie argumentierten, wenn Gleichheit so viel bedeute wie Identität, dann müsse man auch zugeben, dass die 9 Münzen eine einzige seien. Soweit aus diesem Text von Borges. Und wie gesagt, man versteht erstmal in unserer Sprache, glaube ich, gar nicht, was das Paradoxe ist. Aber diese Überlegung, dass vielleicht Realität von uns in einer Weise wahrgenommen wird, die nicht unbedingt dem entspricht, was auch auf mikroskopischer Ebene tatsächlich so sein könnte, falls es da überhaupt eine Art von Realität gibt. Ich fand die, wie gesagt, sehr interessant und einfach erstmal ein Einstieg. Genau. Wir haben ja schon gesagt, du hast es am Anfang gesagt, dass wir jetzt hier keine umfassende Einführung in die Mathematik der Quantenmechanik geben. Und wir haben uns ja deswegen sozusagen ein Beispiel überlegt, anhand dessen wir sozusagen im Idealfall dieselbe Frustration jetzt bei Ihnen hervorrufen können, die Münzen bei den Leuten in Plönen hervorgerufen haben. Genau. Magst du es einfach erzählen oder soll ich? Ja. Also wir hatten überlegt, wie kann man die scheinbare Absurdität der Quantenmechanik so ein bisschen plausibel machen. Und die folgende Metapher, die geht zurück auf einen Mathematiker eigentlich, Herrn Specke, der sich sehr viel mit der Logik der Quantenmechanik beschäftigt hat. Und ich versuche das jetzt aber mal umzusetzen in eine Alltagssituation. Stellen Sie sich Folgendes vor. Jeden Morgen macht Ihr Partner Ihnen ein Vesper für den Tag. Und zwar stehen da 3 Vesperdosen auf dem Tisch. Die müssen nicht gleich sein.
sind einfach drei Dosen. Und Sie können sich jeden Tag zwei davon aussuchen. Vollkommen beliebig. Jeden Tag nehmen Sie sich zwei der drei Dosen, die da stehen. Und Sie packen die ein und gehen ins Geschäft oder ins Büro oder was auch immer. Und packen diese Dosen auf, Sie öffnen die und stellen fest, in einer der Dosen ist immer ein Wurstbrot und in der anderen ist immer ein Käsebrot. Immer. Was passiert? Ja, irgendwann, denke ich, werden Sie dann mal stutzig werden und sagen, wie kann das sein? Ich habe doch zwei willkürlich ausgewählt von diesen drei Dosen. Was ist in der dritten drin? Das erfahren Sie nicht, weil die dritte ist Ihnen unbekannt. Aber irgendwie überlegen Sie natürlich, ja, wenn der in der dritten Wurstbrot drin ist, dann müsste ich doch auch irgendwann mal zwei Dosen mit Wurstbroten genommen haben. Ist aber nie passiert. Wenn in der dritten Käse drin ist, dasselbe. Dann hätten Sie irgendwann mal vielleicht zwei Dosen mit Käse gehabt. Aber nein, ist nicht passiert. Und was anderes haben Sie auch nie gehabt, also würden Sie auch sagen, da ist auch nichts anderes drin. Also wie kann das sein, dass Sie frei entscheiden jeden Morgen, welche zwei dieser drei Dosen nehmen Sie und trotzdem in allen Tagen, wann immer Sie das machen, stellen Sie fest, in der einen Dose ist ein Wurstbrot und in der anderen ein Käsebrot. Und jetzt vielleicht mal die Frage auch ein bisschen an Sie, ich weiß es nicht. Was wären so spontane Ideen, die Ihnen kommen, was könnte hier der Fall sein? Und ich sage gleich, so etwas Ähnliches passiert in der Quantenmechanik. Natürlich geht es da nicht um Wurstbrote und Käsebrote, sondern das sind Experimente, die man machen kann an Photonen, an denen man zum Beispiel dann drei verschiedene Eigenschaften messen kann, beziehungsweise eben nicht, man kann nur zwei messen. Die dritte, auf die muss man schließen, wenn man so will. Und es ist genau dieser Fall, so den ich gerade geschildert habe. Man misst, wenn man so will, in bestimmten Situationen immer zwei verschiedene Dinge und fragt sich ja, warum passiert das nie, dass man das Gleiche misst. Das ist ein bisschen vereinfacht, übertrieben, aber das ist so die Situation, der wir als Physiker gegenüberstehen. Wie würden Sie, oder was würden Sie überlegen, woran kann das liegen, dass Sie jeden Morgen ein Wurst, ein Käsebrot in Ihren Vespa haben? Also trauen Sie sich ruhig, wenn jemand eine Idee hat, einfach Hand heben. Der Dose wird erst nach der Wahl festgelegt. Ich wiederhole das mal für das Video. Also der Inhalt der Dose wird erst nach der Wahl festgelegt. Klar, das kann ich mir gut vorstellen, dass Sie das im Alltag glauben. Also das wäre in der Tat eine Möglichkeit. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, irgendwie weit Sie da schon quantenmechanische Kenntnisse zugrunde legen. In der Tat ist die Erklärung, die Quantenmechanik oder die man heute oftmals heranzieht, von der wir glauben, dass es so ist, die, dass tatsächlich erst in dem Moment, wo wir die Dosen gewählt haben, quasi der Inhalt entschieden wird oder sogar, wenn wir sie öffnen, in manchen Fällen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass die meisten von Ihnen, die jetzt nichts mit Quantenmechanik zu tun haben, das nicht als die naheliegendste Erklärung ansehen. Das ist vielleicht ein Zaubertrick. Ich meine, Uri Geller würde das vielleicht machen. Der würde die Dosen irgendwie nachher noch austauschen oder sonst etwas. Aber in der Physik glauben wir irgendwie nicht daran, dass die Dosen auch ausgetauscht werden von irgendeinem bösen Zauberer oder so. Ich weiß nicht, gibt es noch andere Vorschläge? Was könnte eine mögliche Erklärung sein? Genau, also die Aussage ist, dass im Prinzip die Wahl irgendwie schon vorherbestimmt war. Also etwas beeinflusst meine Wahl. Genau, also als wir darüber diskutiert hatten vorher mal, da kam auch der Johannes auf die Idee zu sagen, ja, vielleicht werde ich ja nachts von meiner Freundin hypnotisiert oder so. Und die sagt mir dann, morgen früh nimmst du die Dose 1, Dose 2 oder so etwas. Ja. Also das wäre im Prinzip sowas. Das heißt, ich bin gar nicht frei in meiner Wahl. In der Tat gibt es Interpretationen der Quantenmechanik, die in diese Richtung gehen, die sagen, der Experimentalphysiker, der sich entscheidet, jetzt an einem Photon bestimmte Eigenschaften zu messen, das sind typischerweise einfach Polarisationsfilter, die er aufstellt, unter bestimmten Winkeln, dass dieser Physiker gar nicht frei ist in seiner Wahl. Dass zumindest zu dem Zeitpunkt, als diese Teilchen hergestellt wurden, in ihrem momentanen Zustand oder in dem Zustand, in dem sie jetzt
ja, an denen jetzt mit Ihnen experimentiert wird, dass zu dem Zeitpunkt auch schon feststand, welche Wahl der Experimentalphysiker nachher fällen wird. Und das sind unterschiedliche Namen, die man diesen Theorien gibt. Manche reden von Superdeterminismus oder Hyperdeterminismus. Also Determinismus wirklich in der Art, es liegt eigentlich alles schon fest. Wir haben keinen freien Willen, mit dem wir entscheiden können, welches Experiment wir jetzt machen, sondern es steht fest, welches gemacht wird. Und so wurden, wenn man so will, auch diese Teilchen dann schon präpariert vorher, sodass, wenn wir dann uns entscheiden oder glauben zu entscheiden, Richtung 1 und 2 zu messen, dann liegt halt eben schon fest, dass da was Verschiedenes herauskommt. Ja, wobei da gibt es ja dann das Problem, dass irgendwas noch sicherstellen muss, dass ich mich trotzdem in meiner Unfreiheit zwei Brötchen mit Wurst nehme oder so. Also da müsste es dann auch die Freundin geben, die mich hypnotisiert quasi. Naja, also in diesen Theorien, wie gesagt, liegt es fest, da haben Sie keine Wahl, da können Sie nicht versehentlich mal die beiden Brötchen nehmen, das geht nicht, sondern es liegt von vornherein fest, Sie werden an dem Tag das Experiment so machen, dass Sie Brötchen Dose 1 und 2 nehmen und dann wurden die Brötchen schon so präpariert, dass in 1 Wurst und in 2 Käse drin ist. Also, dass Sie morgens an die Dosen herankommen und sagen, ich habe jetzt wirklich eine freie Entscheidung, ich bin ein frei entscheidender Mensch, das würde man dann abstreiten. Ich sage jetzt gleich, die meisten Physiker, glaube ich, sind nicht dieser Meinung. Die meisten würden eher sagen, wir haben diesen freien Willen zu entscheiden, sodass das also keine populäre Interpretation ist. Ich wollte nur sagen, es ist eine Möglichkeit, die in der Tat in Betracht gezogen wird. Aber es ist sicherlich nicht das, was wir als naheliegend auch empfinden würden. Ja, also Thomas, jetzt sehen wir schon, wir haben keine richtige Idee so im Publikum. Also was ist denn damit? Also was bedeutet es jetzt, dass wir eigentlich nicht sagen können, wie das passieren kann? Und das ist ja passiert nach deiner Aussage, bloß halt nicht mit Wurstbroten, sondern mit Teilchen oder Photonen? Meistens werden die Experimente mit Photonen gemacht, muss aber nicht. Und die Wahlmöglichkeiten, die wir haben, sind dann typischerweise, wie wir Polarisationsfilter aufstellen, ob dann die Photonen durchgehen oder nicht durchgehen. Aber ansonsten ist die Analogie, denke ich, ziemlich nah und die Erklärung wurde ja auch eigentlich schon gegeben. Ich meine, die Standarderklärung der Quantentheorie ist in der Tat, dass Wurst und Käse eigentlich gar nicht existieren bis zu dem Moment, wo die Dosen geöffnet werden. Oder von mir aus, wenn ich den Begriff aufnehmen soll, dass beide zusammen in einer Art Potentialität in der Dose existieren. Oder der Physiker würde dann vielleicht auch von einer Superposition sprechen. Das heißt, in diesen Dosen existieren beide Möglichkeiten noch, Wurst und Käse. Und in dem Moment, wo eine der Dosen geöffnet wird und wir nachschauen, entscheidet sich die Natur spontan mehr oder weniger, in der einen Dose ein Wurstbrötchen zu machen oder zu haben und dann ist in der anderen auch automatisch das Käsebrötchen. Genau, da hinten sieht man schon grimmige Blicke. Wer fühlt sich denn jetzt so ein bisschen wie so ein Plönianer, ja? Also wer fühlt sich jetzt da bei dieser Aussage ein bisschen irritiert? Heben Sie einfach mal die Hand, wenn es Ihnen so geht. Gar nicht so viele. Und wer findet das jetzt eigentlich so, also ganz verständlich oder eigentlich sogar fast natürlich? Ja? Physiker, Hand runter, genau. Also Sie sehen schon, jetzt haben wir schon ein so ein Phänomen verstanden und wir werden nachher gleich im Teil 2 von dem heutigen Abend ein bisschen drüber reden, wie zwingend jetzt diese Aussage ist, ja? Ob es da irgendwie verschiedene Möglichkeiten gibt, die Quantenmechanik so oder so zu interpretieren. Bevor wir das machen, vielleicht nochmal eine Frage von Hermann Josef. Ich würde da nur noch mal gerne einhaken, weil ich erstaunt bin, dass die Physik so eine nahrhafte Kunst ist und ganz viel mit Wurst und Käse zu tun hat. Würde mich doch interessieren, an welchen Experimenten diese Einsichten gewonnen werden. Gut, das wird jetzt dann doch ein klein bisschen technisch. Also man macht die Experimenten typischerweise an zwei Teilchen, von denen man dann sagt, die sind verschränkt. Das heißt, die werden präpariert in einem Zustand, in dem eine gewisse Korrelation zwischen ihnen herrscht. Um das ganz vielleicht explizit anzugeben, es gibt bestimmte Kristalle, wenn man da ein Photon drauf schießt, dann entstehen in dem Kristall zwei Photonen. Die haben dann jeweils nur noch die halbe Energie, aber das passiert. Also dann kommt ein Photon kommt rein und zwei Photonen kommen raus. Und diese beiden Photonen, von denen kann man dann zeigen, dass sie in diesem verschränkten Zustand sind. Und dann stellt man dahinter irgendwo so Polarisationsfilter auf, typischerweise, und fragt, treten die Photonen durch oder treten sie nicht durch? Das ist eine einfache Ja-Nein-Frage, so wie hier Wurst oder Käse, wenn man so will.
Und dann macht man Statistik. Dann fragt man sich also einfach, wie oft passiert es, dass durch beide Filter, wenn die parallel aufgestellt sind, die Photonen durchgehen, wie oft passiert es, dass sie durchgehen, wenn die Filter unter einem bestimmten Winkel stehen zueinander. Und im Wesentlichen kann man das machen mit drei verschiedenen Winkeln, unter denen man die aufstellt. Das wären dann diese drei Dosen. Da man aber nur zwei Photonen hat und an jedem Photon nur eine Messung ausführen kann, heißt, man muss sich entscheiden für zwei der drei Möglichkeiten. An dem einen kann man das eine, an dem anderen das andere machen. Und dann misst man im Wesentlichen solche Effekte, wie ich es gerade beschrieben habe. Das heißt, mit einer überdurchschnittlichen Häufigkeit verschiedene Polarisationen, zum Beispiel unter bestimmten Winkeln, wo man sagt, das kann eigentlich nicht sein, wenn ich das statistisch wähle und es würde schon vorher feststehen, bevor das Photon auf diesen Filter trifft, würde schon feststehen, ob es die Eigenschaft hat, durchzutreten oder nicht, dann sollte das eigentlich nicht passieren. Und das ist auch genau der Grund, warum man dann sagt, also das Stichwort, was vielleicht schon mal einige gehört haben, sind sogenannte Bell'sche Ungleichungen. John Bell hat Ungleichungen abgeleitet. Unter der Annahme, es würde vorher schon feststehen, was das Photon machen wird, kann man zeigen, dass bestimmte Ungleichungen erfüllt sein müssten. Und da die verletzt sind, das kann man experimentell nachweisen, heißt das, die Annahme ist falsch. Die Annahme, dass schon vorher feststeht, was das Photon machen wird, wenn es gleich auf den Filter trifft, ist falsch. Und in dem Sinne eben die Erklärung, die dann vorhin schon gekommen ist, die Physikererklärung, es entscheidet sich praktisch erst in dem Moment, im Einfall, wenn das Photon auf den Filter trifft oder in der übertragenen Metapher, wenn wir die Dose öffnen, da ist Brot drin oder Käse. Und bis zu dem Moment ist das noch offen. Jetzt gibt es ja noch so ein anderes Beispiel mit Brotzeitdosen. Also wir können mal annehmen, dass meine Freundin jetzt sozusagen wegen der Behauptung, sie habe mich hypnotisiert, sauer ist, jetzt nimmt sie mir eine Dose weg und fliegt, machen wir nachher vielleicht die Fragen, und fliegt auf den Mars. Ja, da gibt es ja dann noch so einen anderen Effekt. Ja gut, also man kann diese Sache mit den Dosen jetzt noch ein bisschen weiter ausspinnen. Wir haben also festgestellt, in der einen Dose ist immer ein Wurstbrot und in der anderen Dose ist immer ein Käsebrot. Und wir waren jetzt gezwungen, aufgrund der Tatsache, dass wir halt eben überdurchschnittlich selten, um nicht zu sagen in unserem Beispiel überhaupt nicht, niemals den Fall haben, dass zweimal Wurst oder zweimal Käse da drin ist, waren wir zu der Schlussfolgerung gekommen, es entscheidet sich erst in dem Moment, wo ich die Dose öffne, was da drin ist. Und jetzt ist die Frage, was passiert denn jetzt, wenn ich diese beiden Dosen aber an verschiedenen Orten öffne? Das war das, was Johannes jetzt gerade meinte. Ich nehme die eine Dose von mir aus zum Mars oder zum Jupiter oder sonst wohin, lass die geöffnet, ist egal, wir können das Experiment ja auch 4 Jahre später machen. Geschlossen, und, geschlossen. Und dann irgendwann haben wir uns geeinigt, nach Weltzeit oder so, zu einem bestimmten Zeitpunkt öffnen wir diese Dosen. Und tatsächlich finden in der einen Wurst und der anderen Käse. Und jetzt ist dann die Frage, wie kann das sein, wenn bis zu dem Zeitpunkt, wo geöffnet wurde, noch gar nicht feststand, was da drinnen war. Dann müsste das ja praktisch in dem Moment, wo die eine Dose geöffnet wird und jetzt sage ich mal zu Wurst wird, wird automatisch im selben Zeitpunkt am anderen Ende, am Mars oder im Jupiter oder sonst wo, festgelegt, da ist jetzt Käse drin. Und das scheint aber der Relativitätstheorie zu widersprechen, wonach sich Signale nur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten können. Also zum Jupiter, je nachdem, wo er steht, sind das ungefähr, ich glaube, eine halbe Stunde oder so, die ein Lichtsignal brauchen würde. Ist überhaupt gar kein Problem, ein Experiment zu machen, bei dem wir die Dosen so gleichzeitig öffnen, dass da kein Lichtsignal von der einen zur anderen gehen kann. Und trotzdem haben wir diese Korrelation. Trotzdem finden wir in der einen Dose Wurst und in der anderen Käse. Und das ist jetzt dieser zweite Widerspruch. Jetzt kommen hier zwei Dinge zusammen. Im ersten Fall könnte man sich ja vielleicht noch vorstellen, wenn die beiden Dosen vor mir stehen, in dem Moment, wo ich die eine öffne, signalisiert der anderen, was da drin ist. Und dann gucke ich halt danach und finde dann tatsächlich den anderen Fall.
Aber wenn ich das Experiment eben mache, einmal hier und einmal auf dem Jupiter, in Wirklichkeit sind die Entfernungen natürlich nicht ganz so groß, aber die sind so im Bereich von, ich sag mal, 100 Kilometern hat man schon gemacht. Und das ist für einen Experimentalphysiker eine relativ große Distanz. Das Licht braucht einige Millisekunden schon, um diese Strecke zurückzulegen. Und die Experimente können innerhalb von Nanosekunden ausgeführt werden, sodass man also wirklich zeigen kann, wenn man diese Dosen an vollkommen verschiedenen Orten öffnet, findet man tatsächlich immer noch dieses Antikorreliertsein, eine Wurst, andere Käse. Und trotzdem haben wir auf der anderen Seite die Annahme, das ist ja erst in dem Moment entstanden, wo ich die Dosen geöffnet habe. Das wäre sehr einfach zu erklären, wenn das von Anfang an schon drin gewesen wäre. Dann ist es kein Problem. Aber wenn die Wurst und Käse erst in dem Moment entstehen, wo ich die Dosen öffne, dann habe ich jetzt natürlich ein Problem, oder zumindest sagen wir mal ein Scheinproblem mit der Relativitätstheorie, weil ich kann das ja nicht benutzen, um da Signale oder Informationen auszutauschen, aber irgendwie ist hier eine Korrelation, also ist etwas, passiert hier etwas und dort etwas, was offenbar sehr streng korreliert ist, gleichzeitig praktisch, also nicht irgendwie verzögert mit Lichtgeschwindigkeit. Und das hat dazu geführt, dass viele Leute sagen, die Quantenmechanik hat etwas Nicht-Lokales. Es ist eine nicht-lokale Theorie. Das heißt, in dem Moment, wo ich an einer Dose den Deckel öffne, ändert sich der Zustand aller Dosen, wenn man so will, die mit dieser verschränkt waren, die mit dieser diese seltsame Korrelation hatten. Und zwar egal, wo in unserem Kosmos die ist. In diesem Moment ändert das sich. Und das ist seltsam. Klar, es wird keine Energie übertragen, es wird keine Signale übertragen im Sinne, dass ich das nutzen kann zur Kommunikation. Insofern kann man noch sagen, ja, die Relativitätstheorie ist eigentlich nicht verletzt. Aber es ist irgendwie ein ungutes Gefühl, dass tatsächlich eine Handlung, die ich hier ausführe, plötzlich Gegenstände, egal wie weit weg sie sind, instantan beeinflussen sollen. Für die Nicht-Naturwissenschaftler vielleicht noch eine Verständnishilfe. Wir haben es ja jetzt bei der Quantentheorie scheinbar mit sehr exotischen Objekten zu tun, mit Photonen, Elementarteilchen, Dinge, die im Alltag nicht festzustellen sind, Wurstbrote vielleicht schon, aber für manche sind die auch exotisch. Wo ist denn die Verbindung zur Alltagsrealität dieser exotischen Messphänomene? Es könnte ja jemand sagen, ja, das ist vielleicht so ein ganz spezieller Sonderbereich der Physik, den man nur mit hochtechnisierten Messinstrumenten feststellen kann, der uns aber in unserem Alltag weiter gar nicht berühren und stören muss. Gibt es da trotzdem Verbindungen? Also jetzt speziell, was diese Verschränktheit betrifft, da kann man auch drüber diskutieren, ob die uns wirklich im Alltag betreffen. Aber die Phänomene der Quantenmechanik mit Sicherheit. Das bekannteste Beispiel vermutlich und auch verrufenste Beispiel ist Schrödingers Katze. Ich will gar nicht darauf eingehen. Schrödinger hatte eine ganz andere Intention dabei als das, wo es heute zu benutzt wird oftmals. Schrödingers Intention war nämlich zu zeigen, die Quantenmechanik hat Auswirkungen auf den Alltag. Nämlich, wenn irgendwo ein Atom zerfällt, und das wäre ein typisches quantenmechanisches Ereignis, wo man sagen würde, das passiert halt eben bei einem Teilchen da, das interessiert uns vielleicht im Alltag nicht. Dann hat das Auswirkungen, dann können wir ein Gerät bauen, sodass das Auswirkungen im Makroskopischen hat. Und jetzt kann ich mal ein ganz banales, vielleicht aber genauso erschreckendes Beispiel aus dem Alltag nehmen, was vielleicht viele von uns eher kennen, wenn auf der Sonne ein Photon ausgesandt wird, dann wird nach der Quantentheorie das eigentlich in alle Richtungen ausgesandt. Und erst in dem Moment, wo es auf einen Gegenstand trifft, zum Beispiel auf meine Haut, ist es wieder, sagen wir mal, lokalisiert. Und dieses Photon könnte jetzt bei mir einen Hautkrebs oder so auslösen. Und dann würde man sagen, hier hat ein Quanteneffekt einen Hautkrebs ausgelöst. Und das ist sicherlich etwas, was uns im Alltag dann betreffen kann. Also insofern, Quanteneffekte können in den Alltag durchschlagen. Es ist nicht so, dass es eine Welt ist, die uns im Alltag nicht direkt interessiert. Außerdem wurden mittlerweile die Experimente auch mit, also typische Quantenexperimente auch mit Objekten gemacht, die wesentlich größer sind. Ich glaube, der Rekord im Moment in Wien
wo die Experimente, wo ein Großteil dieser Experimente gemacht wird, liegt bei 10.000 atomaren Einheiten. Also das sind schon makroskopische Moleküle, also richtige Biomoleküle, mit denen da schon experimentiert wird. Natürlich, die sind ganz kalt und so weiter, also noch eine untypische Umgebung. Aber es wird sogar im Moment spekuliert, ob möglicherweise auch Effekte wie Photosynthese und so weiter tatsächlich von der Quantentheorie beeinflusst werden. Also insofern sind es zumindest Dinge, die irgendwo im Alltag sich bemerkbar machen können. Ja, wenn ich jetzt mal das nächstbeste Lehrbuch über Quantenmechanik nehme und da reinschaue, können Sie auch gerne mal machen, wenn Sie mir zustimmen, da stehen dann Formeln drin. Und jetzt haben wir aber gerade über Wurstbrote geredet oder jetzt im letzten Fall über Hautkrebs. Das sind irgendwie Dinge, die sind erstmal keine Formeln. Ja? Das heißt, es legt sich irgendwie der Schluss nahe, dass ich irgendwie diese Formeln interpretieren muss. Und worüber wir ja gleich reden wollen, ist dann, inwiefern die verschiedenen Interpretationen dann eben zu verschiedenen Aussagen über die Realität führen. Meine Frage für dich wäre jetzt erstmal, wie ist das mit den Interpretationen? Also warum, also ist es richtig, dass ich das muss oder warum muss ich das? Ja? Was zwingt mich dazu, überhaupt wegzugehen, nur von der Mathematik? Gut, das ist eigentlich eine sehr persönliche Frage. Es gibt Physiker, die sagen, ich muss da nicht weggehen. Ich habe auch keine Probleme mit der Quantentheorie. Es gibt einen Satz von Regeln. Ich sage gerne, das ist wie ein Kochrezept. Und wenn man die anwendet, dann kann man problemlos Physik betreiben, auch Quantenphysik. Und dieses Kochrezept, das nudelt man einfach durch. Das sind gewisse mathematische Vorschriften. Da kann ich dann Dinge ausrechnen und dann sagen mir die Vorschriften auch, wie ich die zu interpretieren habe. Wenn da eine Zahl herauskommt, dann, was weiß ich, 0,3, dann sagen mir die Vorschriften, das habe ich als eine Wahrscheinlichkeit zu interpretieren zum Beispiel. Das heißt, in 30% der Fälle, wo ich dieses Experiment mache, passiert das und in den anderen 70% der Fällen passiert was anderes. Und die Regeln kann man anwenden und da sind sich auch alle drüber einig, die funktionieren wunderbar. Und manche Leute, ich sag jetzt mal, gibt es unterschiedliche Namen, ob man die jetzt Instrumentalisten oder Positivisten oder Empiristen oder wie auch nennt, die sagen, damit bin ich zufrieden, mehr brauche ich nicht. Manchmal wird es, glaube ich, so ein Spruch angeblich von Richard Feynman, der soll den gemacht haben, shut up and calculate. Also denk nicht drüber nach, rechne einfach. Ist wunderbar, rechnen können wir und wir wissen, wie wir die Ergebnisse zu interpretieren haben. Und das wäre es. Aber irgendwie, ich weiß nicht, zumindest mir geht es so und ich denke vielen, die Physik studieren, geht es so, man möchte ja auch ein bisschen verstehen, was macht man bei diesem Kochrezept. Man redet da von irgendwelchen Vektoren oder Strahlen in einem Hilbertraum und dann fragt man sich, was soll das? Wenn ich in der Newton'sche Mechanik von einem Punkt rede, dann glauben wir zumindest eine Vorstellung davon zu haben. Oder wenn wir davon reden, dass ein Teilchen ist an einem bestimmten Ort oder hat eine bestimmte Geschwindigkeit, dann glauben wir, eine Vorstellung davon zu haben. Und wenn man aber in der Quantenmechanik sagt, ja, dieses System befindet sich in einem bestimmten Zustand, das ich durch, wie gesagt, durch so einen Strahl in einem hochdimensionalen Raum beschreibe, dann fehlt uns da so ein bisschen diese Anschauung. Und das ist natürlich dann immer der Versuch, kann man das Ganze nicht doch irgendwie verstehen? Kann man nicht doch irgendwie zumindest teilweise eine Anschauung entwickeln. Und jetzt kommen wir so ein bisschen an die Sache mit Klön. Vielleicht ist es ja auch nur eine Denkweise, die wir halt eben von Jugend an haben, wo wir dran gewöhnt sind, eben an Objekte, an Eigenschaften zu denken und sagen, eine Eigenschaft, das ist etwas, was dem Objekt innewohnt. Das ist nicht etwas, was erst entsteht, wenn ich mit diesem Objekt in Kontakt trete. Aber muss es wirklich immer so sein? Und dann kommen halt eben die verschiedenen Versuche, Interpretationen zu entwickeln. Ich weiß jetzt nicht, ob du speziell auf bestimmte Interpretationen hinaus wolltest. Also meine Frage wäre nochmal, also verstehe ich das richtig, dass sozusagen, wenn ich der Meinung bin, ich treibe Physik, um am Schluss was über die Natur zu lernen, dann würde ich auch geneigt sein zu fragen, was in der Natur entsprechen jetzt eigentlich diese Formeln oder Objekte? Ist das der Grund, warum man irgendwie sagen kann, ich bin an Interpretationen interessiert? Oder anders gefragt nochmal, angenommen, ich bin jetzt eben jemand, der sagt, mich kümmern die Interpretationen nicht, ich rechne da aus und dann gebe ich das den Experimentatoren, dann gucken die nach. Bin ich dann nicht auch jemand, der sagt, naja, wenn ich also nicht annehme, dass die quantenmechanischen Objekte irgendwie Objekten in der Natur entsprechen,
muss ich da nicht zugeben, dass es halt noch andere Theorien gibt? Muss ich da nicht zugeben, dass es vielleicht noch was viel Tieferes gibt als die Theorie, die ich jetzt mache? Und müsste ich da nicht jedem Forscher, der versucht, das zu ergründen, sofort Geld geben? Oh, das ist jetzt ein sehr heikles Thema. Also ich denke, die meisten, die, oder es ist so, die Quantenmechanik ist vor ungefähr 100 Jahren entstanden. Das kritische Jahr, was immer genannt wird, ist 1927. Da gab es diese berühmte, oder eine berühmte Konferenz, die Solvay-Konferenz, die fünfte Solvay-Konferenz. Und dann sagt man, dort ist eigentlich die Quantenmechanik so festgelegt worden, wie wir sie heute kennen. Es sind also nicht ganz 90 Jahre her. Und trotzdem sind wir immer noch unzufrieden. Und das ist schon, also viele zumindest, ja, wie gesagt, nicht unbedingt alle, aber viele sind unzufrieden. Und es gibt gerade auch in den letzten, denke ich mal, so 20, 30 Jahren verstärkt wieder Tendenzen, über die Grundlagen der Quantenmechanik nachzudenken. Es gibt ein paar Sachen, wo die meisten, glaube ich, auch zugeben würden, hier ist was faul. Hier ist die Quantenmechanik vielleicht in sich selbst nicht so ganz konsistent. Man kann das vergleichen. Ja, ich hatte vorhin gesagt, das ist ein Kochrezept. Stellen Sie sich vor, Sie finden ein Kochrezept, um einen Kuchen zu backen. Und im Kochrezept steht drin, nehmen Sie ein bisschen Wasser, nehmen Sie ein bisschen Milch, nehmen Sie ein bisschen Zucker und Salz. Und dann nehmen Sie ein bisschen von dem Kuchen, den Sie herstellen wollen, und tun das schon rein. Und das ist ein bisschen komisch. Jetzt könnte man sich ausreden und sagen, ja, ich kann auch etwas von einem alten Kuchen nehmen. Ich kann von einem früheren Kuchen etwas nehmen. Das muss ich da ein bisschen reintun, so reinkrümmeln. Und dann schiebe ich das in den Ofen und dann kriege ich wieder einen wunderbaren neuen Kuchen raus. Und wenn man sich aber das Rezept anguckt, dann sagt einem der gesunde Menschenverstand, da kommt kein Kuchen raus. Das bleibt eine Flüssigkeit. Und dann ist man ein bisschen irgendwie erstaunt. Und um das jetzt zu übertragen, also diejenigen, die sich jetzt vielleicht fragen, was will ich mit dir damit aussagen, es gibt in der Quantenmechanik das sogenannte Messproblem. Das heißt, die Quantenmechanik, diese Axiome, dieses Kochrezept, was ich vorhin genannt habe, macht sehr starken Gebrauch immer davon, dass es sagt, angenommen, man hat das und das gemessen, dann wird bei einer neuen Messung das und das passieren oder so etwas. Das heißt, die Tatsache, dass man etwas gemessen hat und ein Messergebnis bekommen hat, spielt eine sehr, sehr große Rolle in dieser axiomatischen Formulierung der Quantenmechanik. Und wenn man sich dann aber die Quantenmechanik anschaut und sagt, ja, eigentlich müsste ich ja mit der Schrödinger-Gleichung eigentlich alles beschreiben können, auch meine Messung selbst, das Messgerät und alles, aber da kommt nirgendwo zum Schluss ein Ergebnis raus. Das bleibt immer in dieser Menge aller Möglichkeiten. Es gibt nirgendwo diesen Übergang, der einem sagt, so und jetzt kommt das Ergebnis X raus und nicht Y und nicht Z und so weiter. Und das ist ein bisschen seltsam. Das heißt, auf der einen Seite macht die Axiomatik der Quantenmechanik immer davon Gebrauch, dass wir feste Messergebnisse kriegen. Auf der anderen Seite tut sie sich sehr schwer, um nicht zu sagen, eigentlich kann sie es gar nicht so richtig, zu beschreiben, wie man denn zum Schluss ein festes Messergebnis bekommt. Und in dem Sinne, das ist so eines der Probleme, da kann man sich auch wieder rumreden, ich weiß nicht, ob wir da noch drauf kommen, aber das ist so einer der Punkte, wo viele Physiker zumindest sagen, hier sind wir etwas unzufrieden mit dieser Theorie. Die Theorie ist eigentlich nur phänomenologisch. Das heißt, die beschreibt zwar sehr gut, was ich beobachte, aber sie hat irgendwo auch einen Widerspruch in sich selbst. Sie führt nicht zu den Ergebnissen, die ich eigentlich auf der anderen Seite schon in die Axiomatik reinstecke. Und gerade an der Stelle setzen dann natürlich auch Interpretationen an oder auch Ansätze, vielleicht eine neue Theorie zu finden, die besser ist als die Quantenmechanik, darüber hinauszugehen oder die Quantenmechanik einfach noch besser zu verstehen. Davon ist eine Frage. Ja. Ich würde wirklich Fragen bitte nachher zurückstellen. Wir machen extra, wir haben nachher Raum für Fragen. Aber ich meine, das würde jetzt wirklich direkt anschließen. Okay, ausnahmsweise. Ja. Sowas erinnert, wie wenn sich die Physik am liebsten selbst abschaffen wollen würde, als ob sie ihre Experimente am liebsten selbst vorhersehen würde. Ich meine, vielleicht liegt es einfach, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da was missverstanden.
Nee, es geht nicht darum, dass wir gerne alles vorhersagen möchten. Ich glaube, die Problematik, dass in der Quantenmechanik ein objektiver Zufall vorhanden zu sein scheint. Wie gesagt, auch da gibt es wieder Interpretationen, die das abstreiten. Aber dass man sagt, hier ist anscheinend ein intrinsischer Zufall, ein Zufall, der nicht auf unserer Unkenntnis beruht, der nicht damit zu tun hat, dass wir nicht genügend wissen über die Welt, sondern dass tatsächlich zufällig in diesem Moment, was auch immer, entscheidet, ob es ein Wurstbrötchen oder ein Käsebrötchen wird. Nein, das nicht. Die Schrödinger-Gleichung ist das, was man die Bewegungsgleichung der Quantenmechanik nennen würde. Das heißt, wenn ich vorgebe, zu einem bestimmten Zeitpunkt sage, liegt ein bestimmter Zustand vor, dann sagt mir die Schrödinger-Gleichung eigentlich, und zwar in deterministischer Weise, wie sich dieser Zustand entwickeln wird. Ja, es war jetzt gerade von diesem irritierenden Moment des intrinsischen Zufalls in der Quantentheorie die Rede. Und ich denke, wir haben das ja gemerkt bei diesem Beispiel mit den Brötchen. Also es scheint ein Zufallsmoment, das zu einer Manifestation von Wirklichkeit führt, scheint in dieser Theorie enthalten zu sein. Und daran knüpfen sich jetzt dann auch verschiedene Deutungen und Interpretationen der Quantentheorie an. Und ich würde gerne von den beiden Physikern hier dann dazu jetzt mehr erfahren. Also meine Rolle ist sozusagen das Stichwort fallen zu lassen. Wir haben das ja eigentlich schon ein bisschen besprochen. Also Thomas, die erste Unterscheidung, die ich machen muss, wenn ich jetzt sozusagen rangehe und wissen will, was bedeuten diese Formeln im Quantenmechanik-Lehrbuch? Was ist da die erste Entscheidung? Also wie gesagt, eine Sache, die neu ist, ist, dass eine fundamentale Theorie nur noch Wahrscheinlichkeitsaussagen macht. Das kennen wir aus der Theorie, wie sie Newton entwickelt hat oder dann insbesondere auch später Physiker wie Hamilton oder Euler oder auch Mathematiker. Eigentlich nicht. Da war die Welt wirklich deterministisch. Da haben die Bewegungsgleichungen alles beschrieben. Wenn ich wusste, wie die Welt am Anfang aussah, dann war der Rest eigentlich fest. Und jetzt, die Quantentheorie hat eigentlich einen Moment, einen Indeterminismus in ihrer Formulierung, in diesem Kochrezept zumindest, zumindest nach den meisten Interpretationen durch nichts bestimmt ist. Und wir werden vielleicht nochmal darauf zurückkommen, es gibt dieses schöne, in der Philosophie, dieses Prinzip vom hinreichenden Grund von Leibniz, der sagt, wenn ich nur genau genug hingucken könnte, wenn ich genau genug wüsste, was da alles eine Rolle spielt, dann wüsste ich auch, was passieren wird. Dann weiß ich auch, warum es so passiert ist und nicht anders. Und in der Quantenmechanik gibt es eben Experimente, wo wir die Quantenmechanik selbst zumindest sagt, nein, hier gibt es keinen Grund, warum jetzt zum Beispiel das eine Photon durch den Filter durchgetreten ist und das andere nicht. Also in dem Sinne intrinsisch. Es ist keine Unkenntnis, nicht so, dass wir nicht genügend da reinschauen können, sondern zumindest nach den meisten Interpretationen ist es eine intrinsische Wahrscheinlichkeit. Und das führt zum Beispiel dazu, dass manche Leute sagen, die Quantenmechanik darf ich überhaupt gar nicht auf einzelne Systeme anwenden. Das ist eine, das ist sogenannte Ensemble. Interpretation. Also manche Leute sagen, wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Die Quantenmechanik hat uns eigentlich gelehrt, keine Beobachtungen auf Dinge zu übertragen, die wir nicht auch nachweisen können. Und wenn wir eine Wahrscheinlichkeitsaussage, also zu sagen, mit 30% Wahrscheinlichkeit passiert etwas, nur nachweisen können, indem wir ganz viele Experimente machen, und dann feststellen, in ungefähr 30% der Fälle ist das tatsächlich so eingetreten, dann gilt die Theorie auch zunächst mal nur für ganz viele gleichartige Systeme. Die gilt gar nicht für ein einzelnes System. Die gilt nur bei solchen Systemen, bei denen sie auch nachweisbar ist, und das heißt bei sehr, sehr vielen. Im Idealfall eigentlich unendlich vielen. Das heißt, die Quantenmechanik wäre eigentlich in dem Sinne eine Theorie, die nur auf etwas anwendbar ist, was wir in der Welt gar nicht realisieren könnten, nämlich unendlich viele Kopien, die mehr oder weniger im selben Zustand präpariert wurden. Und das ist, wie gesagt, die sogenannte Ensemble-Interpretation. Damit macht man sich sehr leicht, damit umgeht man eine ganze Menge Probleme. Aber man nimmt sich natürlich die Möglichkeit zu sagen, meine Theorie ist auch auf den Einzelfall anwendbar. Und da gibt es jetzt einige, gerade so auch in den letzten 20 Jahren, Leute, die versucht haben,
Können wir nicht den Begriff der Wahrscheinlichkeit irgendwie anders fassen? Müssen wir das immer über so eine, wie man sagt, relative Häufigkeit machen? Also müssen wir das so machen, dass wir sagen, wissenschaftlich lässt sich Wahrscheinlichkeit nur messen, indem wir ganz viele Experimente machen und dann sagen, in so und so vielen Fällen ist das eingetreten und so vielen Fällen nicht. Und diese andere Gruppe, die sagt, nee, Wahrscheinlichkeit macht auch Sinn in einem Einzelfall. Das sind die sogenannten Quanten-Bayesianer oder Cubisms in abgekürzter Form. Die sagen, Wahrscheinlichkeit macht auch Sinn im Einzelfall. Die kann ich nämlich messen. Ich kann jeden von Ihnen fragen, sind Sie bereit, auf eine gewisse Wette sich einzulassen? Ich biete Ihnen einen gewissen Einsatz. Ich sage, unter welchen Bedingungen sind Sie bereit, sich auf diese Wette einzulassen, sodass man dann sagen würde, okay, die ist jetzt fair. Und die Leute, die die Quantenmechanik kennen, würden vermutlich sich mehr oder weniger einig sein und sagen, ich setze genau so viel ein, wie es, sagen wir mal, nach der Wahrscheinlichkeit, wie sie die Quantenmechanik vorhersagt, auch dann zum Schluss herauskommen würde. Aber der Unterschied ist, ich muss jetzt nicht ganz viele Experimente machen, um zu sagen, was ist die Wahrscheinlichkeit, sondern ich kann das testen, indem ich Sie einfach frage, wären Sie bereit, wenn ich 10 Euro biete, wären Sie bereit, 5 Euro dagegen zu setzen? Weil die Quantenmechanik eben sagt, in, was weiß ich, 30% der Fälle oder so passiert das. Das ist eine andere Interpretation, da versucht man Wahrscheinlichkeit anders in den Griff zu kriegen. Und dann könnte man eben sagen, in dem Fall auch begründen, sagen wir mal so, warum Quantenmechanik auf Einzelsysteme anwendbar ist. Ich würde mal sagen, die meisten Physiker machen sich gar nicht so viele Gedanken, also ich glaube zumindest die meisten, die ich kenne, machen sich da nicht so viele Gedanken drüber und ich ehrlich gesagt für meinen Teil auch nicht. Ich glaube einfach, die Quantenmechanik gilt auch für Einzelsysteme. Ich glaube schon, dass sie so fundamental ist als Theorie, dass sie auch für Einzelsysteme anwendbar ist. Und wie ich jetzt Wahrscheinlichkeit messe oder nicht, darüber mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Aber wie gesagt, es gibt Leute, die das tun. Genau, gehen wir doch mal den Schritt mit, also mit dir sozusagen, dass wir irgendwie drüber nachdenken, was denn das jetzt bedeuten könnte, wenn sie für Einzelsysteme gilt, also für das einzelne Wurstbrot zum Beispiel. Jetzt haben wir schon oft das Stichwort Kochrezept benutzt heute Abend. Physiker assoziieren dieses Stichwort eigentlich mit einer speziellen Interpretation, man würde fast sagen mit der am weitest bekannten, der Kopenhagen-Interpretation. Könntest du da ein bisschen zu sagen, also was sagt jetzt diese Interpretation der Formeln in der Quantenmechanik aus? Also ich glaube, unter allen Interpretationen, die ich kenne, ist die Kopenhagener Deutung oder die Kopenhagener Interpretation für mich die, von der ich am wenigsten weiß, was es eigentlich wirklich ist. Also ich habe den Eindruck, egal wo man nachschaut, in welche Bücher man schaut, überall wird etwas anders beschrieben, was die Kopenhagener Interpretation sein soll. Also letztendlich, sie geht natürlich zurück, wenn man Kopenhagen sagt, zurück dann auf Niels Bohr. Und Niels Bohr hat versucht, hier eine sehr philosophische Interpretation zu finden. Das Kochrezept, wie gesagt, hat er akzeptiert. Und er hat aber auch akzeptiert, dass wir dieses Kochrezept vielleicht nicht verstehen können in irgendeiner ontologischen Weise. Das war so ein bisschen immer der Disput zwischen Niels Bohr und Albert Einstein. Für Albert Einstein gab es irgendwie, das war glaube ich so seine Grundüberzeugung, es gibt eine Ontologie, es gibt Kannst Dinge in dieser Welt, es gibt das Ding an sich oder wie auch immer man das ausdrücken soll. Es gibt eine Realität, eine objektive Realität, die hängt nicht davon ab, ob ich da hinschaue oder nicht hinschaue. Und diese Realität ist auch irgendwie greifbar oder erfassbar, zumindest im Prinzip. Sie ist korreliert, ist nicht dasselbe wie das, was wir sehen, aber es gibt zumindest starke Korrelationen zwischen dem, was wir wahrnehmen von der Welt und dem, was dort irgendwie in Wirklichkeit ist. Und das war immer Einsteins Vorstellung. Und Niels Bohr hatte eine andere Vorstellung, er hat gesagt, nein, als Physiker müssen wir eigentlich damit zufrieden sein, wenn wir sagen können, was wir über die Welt erfahren können. Und wenn es wirklich an die fundamentalen Teile geht, an die Elementarteilchen, Atome, Elementarteilchen, dann können wir eben nicht mehr alles über die Welt erfahren. Und Niels Bohr hat dann so philosophische Begriffe geprägt, wie den Begriff der Komplementarität, der in der Quantenmechanik
viele Jahre eine große Bedeutung gespielt hat. Also zumindest nach meinem Eindruck spielt er heute keine so große Bedeutung mehr. Ich weiß gar nicht, ob er in den meisten Vorlesungen zur Quantenmechanik überhaupt noch erwähnt wird. Zumindest spielt er keine herausragende Rolle mehr. Aber für Niels Bohr war dieser Komplementaritätsbegriff sehr wichtig. Also dass es Dinge gibt, die erst wenn wir sie beide zusammennehmen und die gesamte Wahrheit, wenn man so will, oder die Gesamtheit erschließen. Aber das sind Dinge, die in gewisser Hinsicht komplementär eben sind, aber nicht im Sinne von gegenteilig, sondern komplementär im Sinne, dass sie eine andere Perspektive auf etwas geben. Und dieser Begriff der Komplementarität, also ich fand das sehr interessant, ich habe erst vor kurzem eigentlich gelernt, der stammt gar nicht von Niels Bohr, sondern der geht zurück auf William James. William James war ein Psychologe, der lebte Ende des 19. Jahrhunderts, hat ein oder zwei, muss ich sagen, wunderbare Bücher geschrieben, Principles of Psychology. Also die kann man auch heute noch lesen, die sind wirklich fantastisch. Und in diesen Büchern beschreibt er, dass wir in komplementären Zuständen sein können. Und William James nimmt als Beispiel Glaube und Wissen, was ich ein sehr interessantes Beispiel fand. Also er sagt, das Gegenteil von Wissen ist natürlich nicht Wissen. Aber das ist auch nicht das, was mit komplementär gemeint ist. Entweder glaube ich an etwas und dann weiß ich es natürlich nicht, oder ich weiß etwas und dann ist es kein Glaube mehr. Und in dem Sinne hatte er Glaube und Wissen als komplementäre Begriffe eingeführt. Und Niels Bohr hatte es übernommen, seine Frau war Psychologin und daher kannte er diesen Begriff. Und er hat geglaubt, also dass dieser Komplementaritätsbegriff auch weit über die Quantenmechanik hinaus eben auch in der Psychologie und so weiter Anwendung findet und eigentlich ein Grundprinzip unserer Realitätsvorstellungen sein sollte. Und in dem Sinne könnte man sagen, also Komplementarität ist vielleicht das, was man mit der Kopenhagener Deutung am meisten verbinden würde. In dem Sinne ist die Kopenhagener Deutung eben eine sehr philosophisch geprägte Deutung, die dieses Kochrezept akzeptiert und dann aber auch akzeptiert, es geht nicht um Ontologie, es geht nicht um das, was wirklich ist, sondern es geht eigentlich nur um das, was wir erfahren können. Könnten Sie dieses Prinzip der Komplementarität anhand der Wurst- und Käsebrote verdeutlichen? Im Prinzip sind Wurst und Käse hier komplementär. Also wenn ich das jetzt ein bisschen in Richtung der Experimente, die Sie vorhin angesprochen haben, deute. Und ich denke jetzt, ich hoffe jetzt mal, die meisten von Ihnen haben eine Vorstellung, was es heißt, Licht ist polarisiert. Also die meisten kennen das vermutlich mit so Polarisationsfiltern, die man vor die Kamera setzen kann und dann wird nur noch Licht einer bestimmten Polarisationsrichtung durchgelassen. Und man könnte sagen, ob ich den Polarisationsfilter senkrecht oder waagerecht aufspalte, das sind zwei entgegengesetzte Richtungen, die sind noch nicht komplementär. Ich kann sogar bestimmte Kristalle nehmen. Also es gibt Kristalle, die ein Photon nach der einen oder der anderen Seite ablenken. Polarisationsstrahlteiler nennt man die dann. Und die sind immer orthogonal in dem Sinne. Das sind Gegensätze, aber keine komplementären Dinge. Aber wenn ich jetzt mein Kristall um nur 45 Grad drehe, dann habe ich jetzt plötzlich etwas, was komplementär ist. Auch im Sinne der Quantenmechanik. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, von einem Photon, was horizontal oder vertikal polarisiert ist, zu sagen, ja und was ist eine Polarisation unter 45 Grad? Das macht gar keinen Sinn. Und ich kann das auch nicht gleichzeitig messen. Ich kann nicht gleichzeitig bezüglich dieser Achsen und dieser Achsen messen. Das geht nicht. Ich muss mich entscheiden. Und das wären jetzt physikalische Komplementaritätsbegriffe. Und in der Tat, bei Photonen, bei diesen Experimenten, sind es typischerweise diese verschiedenen Richtungen, unter denen ich die Filter aufstellen kann. Und wenn die eben nicht gerade nur um 90 Grad gedreht werden, dann ist es wie gesagt der Gegensatz, aber dann ist es nicht komplementär, sondern eben unter Winkeln ungleich 90 Grad aufgestellt werden, dann habe ich eigentlich so etwas wie Komplementarität. Was würdest du sagen, also für die Leute, die jetzt hier sind, wenn die
nachher nach Hause gehen? Also was bedeutet die Kopenhagen-Interpretation? Ja? Wie können sie die Welt sehen? Oder was für Implikationen hat die für ihr Verständnis der Welt? Also wie gesagt, ich kenne keine Interpretation, die so umstritten ist okay. wie die Kopenhagen-Interpretation. Ja. Und wo sich die Physiker so uneins sind, was sie jetzt eigentlich wirklich bedeuten sollen und was jetzt dazu zählt. Es gibt Physiker, die würden sagen, sie sind absolute Anhänger der Kopenhagener Interpretation und nehmen aber noch ein Element mit hinzu, von dem sie glauben zum Beispiel, dass es Teil dieser Interpretation ist. Und da die sagen zum Beispiel, es ist wirklich mein Bewusstsein, was ein Faktum erst schafft. Also die geben dem Bewusstsein eine aktive Rolle. Und ich würde sagen, das ist nicht Teil der Kopenhagener Interpretation, aber für diese Leute ist es dann. Und insofern ist in meinen Augen kaum etwas eben so umstritten wie, was ist jetzt eigentlich Kopenhagener Interpretation und was ja. nicht. Das Kochrezept, was ich vorhin angegeben habe, was eben sagt, wenn eine bestimmte Messung gemacht wurde, dann befindet sich das System in bestimmten Zuständen und mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt welches Ereignis auf und so weiter. Dieses Kochrezept, da sind sie sich sowieso alle drüber einig. Und Kopenhagen ist für mich eben die Interpretation, die das eher mit bestimmten philosophischen Konzepten, wie zum Beispiel dem Konzept der Komplementarität, erweitert hat. Und aber vielleicht am weitesten weg ist von dem, was ich zumindest eine nachvollziehbare Interpretation nennen würde. Genau, da kommen wir ja gleich noch drauf. Jetzt nochmal ganz kurz die Frage. Also hast du jetzt das mit dem Bewusstsein angesprochen. Könnte man sozusagen jetzt sagen, wenn jemand behauptet, ja, dass in der Quantenmechanik das Bewusstsein eine Rolle spielt, ja, dann liegt er zwar nicht richtig, ja, weil das ist halt eine Interpretation unter vielen, vielleicht auch eine, wo die Physiker sagen würden, das ist keine plausible Interpretation, aber würdest du sagen, das könnte man dem durchgehen lassen? Ja? Ich sehe schon, das war ein Fehler. ich glaube, die meisten Physiker, also bei mir geht es zumindest so, versuchen, das Bewusstsein als einen aktiven Akteur so lange wie möglich rauszulassen. Das ist also eine Art Reduktionismus, also, den man da... Ich würde es wirklich als die absolute Notlösung sehen, wenn wirklich gar nichts anderes mehr greifen würde, dass ich sagen würde, dass ich mich diesen Theorien anschließe. Und da gibt es ganz prominente Vertreter. Wigner war so ein Vertreter gewesen, Henry Stepp ist einer. Ganz prominente Vertreter, die wirklich sagen, nein, dem Bewusstsein kommt hier eine aktive Rolle zu. Das Bewusstsein macht eigentlich erst schafft erst diese Fakten. Und ein Physiker wie John Bell hat das mal auf die Schippe genommen, hat mal einen Scherz drüber gemacht, hat gesagt, ja, heißt es, es gab überhaupt gar keine Fakten in unserem Universum, bis es nicht irgendwann dann Wesen gab, die mit Bewusstsein das Universum beobachten konnten. Die haben erst überhaupt mal Fakten geschaffen. Und dann stellt er noch die Frage dahinter, oder mussten die sogar noch so lange warten, bis diese Wesen ein PhD in Physik hatten. Also ich würde mich irgendwie scheuen, wirklich dem Bewusstsein diese Art von aktiver Rolle zuzusprechen. Aber es gibt einen Punkt in der Physik, wo das Bewusstsein einem irgendwie immer so ein bisschen reinschlüpft. Und das hängt mit einem Begriff zusammen, den vielleicht auch schon viele gehört haben, dem sogenannten Schnitt. Normalerweise, wenn wir an Quantentheorie denken, dann denken wir mal an irgendwelche Elementarteilchen oder Atome, also einzelne Photonen oder einzelne Elektronen oder so. Aber wenn es wirklich stimmt, dass die Quantenmechanik eine Theorie ist, die unserer Welt und dem, was wir von der Welt wahrnehmen, zugrunde liegt, dann sollte sie natürlich alles beschreiben können. Dann sollte sie auch beschreiben können, dass der Detektor, das Messinstrument, mit dem wir Experimente machen. Und dann spricht eigentlich nichts dagegen zu sagen, das Photon, was wir untersuchen, plus der ganze Detektor, mit dem wir jetzt dieses Photon untersuchen, das fassen wir als Quantensystem auf. Und der Rest der Welt, das ist dann außerhalb dieses Quantensystems. Und dann kann man natürlich noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ja, warum nehmen wir nicht gleich den Rest der Welt dazu? Also fassen die ganze Welt als Quantensystem auf. Und da kommt man dann so ein bisschen in die Bredouille. Irgendwo muss man diesen Schnitt hinlegen, wo man sagt, auf der einen Seite beschreibe ich jetzt die Welt als Quantensystem und auf der anderen Seite möchte ich ja gerne auch irgendwelche Fakten, Tatsachen oder irgendwas wahrnehmen. Oder beschreiben können.
Und diesen Schnitt kann ich legen, wohin ich will. Ich könnte ihn vielleicht sogar um mein Gehirn herumlegen oder um Teile sogar, ich könnte sogar große Teile meines Gehirns da mit auf die Quantenwelt rüberschieben. Aber irgendwie habe ich Schwierigkeiten damit, mein Bewusstsein auf die Seite zu schieben, wo die Quantenmechanik aktiv, also beschrieben wird. Das heißt, irgendwo muss man den Schnitt immer legen zwischen dem Photon, was man beschreiben möchte, und meinem Bewusstsein. Also das ist das, was ich zumindest immer irgendwie rausnehmen muss. Da wüsste ich nicht, wie ich das als Teil dieser Welt beschreiben möchte. Es gibt Wege drumherum, muss ich sagen. Ich bin kein Anhänger davon. Ich weiß nicht, ob wir darauf kommen werden. Das ist diese sogenannte Many-World-Interpretation. Die versucht es zumindest zu umgehen. Aber doch, sprechen wir doch gerade mal über die Many-World-Interpretation. Wir hatten ja in der Einführung auch schon gehört. Ja? Also da geht es ja um die alternativen Welten, die sozusagen dann dieses, welche Band war das jetzt nochmal, die du da erwähnt hast? Also ich denke natürlich vor allem an Star Trek und diejenigen, ja, die auch Star Trek-Fans sind, die wissen, dass Jean-Luc Picard und seine Freunde, auch James Kirk, durch irgendwelche Beam-Experimente plötzlich in einem Universum landen, in dem die Klingonen die Welt beherrschen und die Föderation unterjocht wird, oder wo James T. Kirk nicht mehr der edle Ritter ist, der alle rettet, sondern ein ganz böser Schuft. Das heißt, es gibt anscheinend eine Vielzahl von Universen, in denen alles, was statistisch oder wahrscheinlich möglich sein könnte, tatsächlich realisiert ist. Was steckt da dahinter? Ja, dahinter steckt ein Physiker, der heißt Everett. Der hat in den 50er Jahren eine Arbeit geschrieben, die damals eigentlich gar nicht so sehr zur Kenntnis genommen wurde, die dann in den 70er Jahren von Bryce DeWitt und anderen Physikern aufgegriffen wurde. Und dieser Physiker Everett hat sich Gedanken gemacht, was ist tatsächlich, wenn ein System versucht, Teil dieser Quantenwelt zu sein. Wenn man versuchen möchte, die Quantenwelt aus der Quantentheorie selbst heraus zu verstehen. Und dann funktioniert das alles nicht mehr mit dieser klassischen Welt, die ich dann noch habe, aus diese sichere Perspektive, aus der ich auf die Bühne der Quantentheorie schauen kann, aber die eben nicht meine Welt ist, sondern jetzt bin ich selbst auf der Bühne. Und Everett hat sich Gedanken gemacht, was bleibt dann eigentlich noch übrig? Und dann bleibt eigentlich nur noch diese Schrödinger-Gleichung übrig, alles andere fehlt mir, und die Schrödinger-Gleichung sagt, es gibt nie einen Kollaps. Und das heißt, wenn tatsächlich dann irgendwann mal diese Schrödinger-Welle oder was auch immer sich entwickelt hat und es nie zu einem Kollaps gekommen ist, dann heißt es, alle möglichen Universen, die irgendwann mal hätten auftreten können, gibt es auch in diesem Sinne. Haben die gleiche Berechtigung zu sagen, wir sind Realität wie alle anderen Universen. Also alle Universen hätten dieselbe Realität. Es gäbe eine Wellenfunktion eben oder einen Zustand, der beschreiben würde, jetzt weiß ich gar nicht, das ist mit der Katze da oben. Also es gäbe insbesondere dann ein Universum, in dem die Katze lebt, ein anderes Universum, in dem die Katze tot ist, oder wie wir das vorhin so schön gehört haben. Ich habe jetzt die Sänger, ich bin da jetzt nicht so ganz drin, wer da jetzt da verheiratet sein soll und wer nicht verheiratet sein soll. Das ist sein Melik, den ich aber auch nicht näher kenne. Okay. Also Everett hat eigentlich nur die Quantentheorie mal genommen und hat gesagt, zu was führt die Quantentheorie, wenn ich sie ohne diese Zusatzpostulate des Kollaps und so weiter nehme. Und er kam zu dem Schluss, dann gibt es eigentlich alle möglichen Universen, die realisierbar wären oder die hätten entstehen können, gibt es auch mit derselben, ich will nicht sagen Wahrscheinlichkeit, das ist nicht richtig, aber mit derselben Berechtigung. Im Grunde genommen ist es wie eine Funktion, ein Funktional auf dem Raum aller möglichen Universen. Und bei denen, die wirklich, sagen wir mal, in sich konsistent sind, da hat die einen Wert, wo man sagen kann, das kann mit nicht verschwindender Wahrscheinlichkeit auch realisiert sein. Und damit sind alle gleichermaßen realisiert. Und dann erhebt sich natürlich die Frage, warum sehen wir das nicht? Also warum sehen wir nur ein Universum? Und da gibt es, das kann man wirklich zeigen in der Quantentheorie, also das ist widerspruchsfrei, diese Annahme. Man kann zeigen, dass wir,
wenn einmal etwas für uns Realität geworden ist, dass wir keine in die anderen Universen, nicht mehr reinschauen können. Das heißt, wir nehmen die nicht mehr wahr. Das Fachstichwort heißt Dekohärenz, aber das ist jetzt nicht so wichtig, was darunter zu verstehen ist. Wichtig ist nur, man kann tatsächlich erklären, warum wir die anderen Universen nicht sehen. Insofern ist die Theorie widerspruchsfrei. Sie erklärt uns das, was wir wahrnehmen. Sie erklärt uns nämlich, warum wir nur eine Welt wahrnehmen. Aber was sie uns nicht erklärt, ist, warum wir gerade die wahrnehmen, die wir wahrnehmen und nicht alle anderen. Die Anhänger der Many-Worlds-Theorien, so wie sie dann genannt wird, würden sagen, ja, in den anderen Universen sitzt du genauso und fragst dich, warum du dieses nicht wahrnimmst. Also die haben alle dieselbe Realitäts, wie gesagt, denselben Realitätsanspruch und lassen sich wunderbar erklären, warum wir die anderen Universen zumindest ab einer bestimmten makroskopischen Realitätswahrnehmung die andere nicht mehr wahrnehmen können, nicht mehr sehen können. Warum wir die Interferenzen, die in der Quantenmechanik so eine wichtige Rolle spielt, mit den anderen Universen nicht mehr sehen. Es ist eine Theorie, die ist, würde ich sagen, widerspruchsfrei. Also man kann sie nicht widerlegen. Sie widerspricht auch nicht das, was wir sehen. Sie musste ein klein bisschen erweitert werden, man muss noch ein Zusatzaxiom noch mit reinnehmen, was die Wahrscheinlichkeiten betrifft, aber das ist ein technisches Detail. Es ist eigentlich eine widerspruchsfreie Theorie, eine widerspruchsfreie Vorstellung, dass es tatsächlich alle anderen Universen, die möglich sind, auch gibt. Nur, wir werden niemals, die sind nicht in einem anderen Raum, die sind nicht irgendwie Lichtjahre weg, die sind genauso hier, in den anderen Universen würden wir genauso hier sitzen. Nur wir sind so dekohäriert voneinander, dass ich halt eben das andere Universum, was eigentlich genauso jetzt hier ist, wo ich bin, nicht wahrnehme, nicht spüre. Das ist eine vermutlich sehr absurde Vorstellung. Die meisten Physiker belegen auch diese Theorie einfach nur mit dem Begriff, das ist ja absurd. Aber ist zumindest nicht wissenschaftlich zu widerlegen, sage ich mal. Ist das dann nicht auch eine Deutung, in der der Faktor des Bewusstseins eine gewisse Rolle spielt? Ich kann mir ja vorstellen, dass es irgendwie ganz trostreich sein könnte, wenn ich jetzt einen misslungenen Tag habe und irgendwas ist daneben gegangen, dass es ja ein anderes Universum gibt, in dem ich strahlender Held bin. Aber ich müsste dann ja auch annehmen, dass gleichzeitig mit den Universen sich auch mein Bewusstsein unendlich aufspaltet. Ja, ich meine, das ist jetzt natürlich ein sehr heikler Punkt. Also erstens gibt es natürlich auch eine ganze Menge Universen, in denen es mich überhaupt nicht gibt. Ja, ich meine, das muss man auch sagen. Das ist ein winziger Anteil von den möglichen Universen, in denen es uns überhaupt gibt, so wie wir hier sind. In den meisten wird es nicht der Fall sein. Aber ich weiß nicht, also für mich ist das irgendwie kein Trost, dass es die anderen gibt. Es wäre vielleicht einer, wenn ich das beeinflussen könnte. Wenn ich sagen könnte, ich will jetzt am nächsten Samstag in dem Universum landen, in dem ich die 6 Richtige im Lotto habe. Weil in einem Universum weiß ich, da habe ich sie, falls ich gespielt habe. Und in den anderen 14 Millionen Universen, die in dem Moment entstehen, wo die Lottozahlen gezogen werden, habe ich sie halt nicht. Wenn ich das irgendwie beeinflussen könnte, zum Beispiel mit dem Bewusstsein, dass ich sage, mein Bewusstsein hat noch die Freiheit, sich zu entscheiden, in welches Universum es geht, dann wäre es natürlich toll, aber es sieht so aus, dass es nicht geht. Ich muss jetzt auch hier dazu sagen, hier spaltet sich jetzt wieder die Community. Es gibt Leute, die sagen, nein, Bewusstsein ist sowieso etwas, was jetzt außerhalb des Materiellen liegt. Es ist ein bisschen also eine Einstellung, was ist für mich Bewusstsein? Ist es ein Epiphänomen des Materiellen oder ist es das nicht? Und es gibt manche, die sagen, unser Körper spaltet sich leicht beliebig auf, aber unser Bewusstsein bleibt in einem. Also auch solche Theorien gibt es. Ich finde die ein bisschen schwierig zu verstehen, weil ich glaube, wenn sich sämtliche Materie aufspaltet, dann würde sich vermutlich auch das Bewusstsein aufspalten. Aber es gibt eben, wie gesagt, auch Leute, die sagen, nein, das Bewusstsein ist für mich so weit von Materie entkoppelt, dass es eben nicht diese Many Worlds mitmacht. Und Bewusstsein existiert nur in dem einen und im anderen sind wir alle Zombies. Aber das ist vermutlich eine Minderheit derjenigen, die überhaupt an Many Worlds glauben. Vielleicht ist mal kurz eine Frage, jetzt haben wir ja sehr exotische Interpretationen besprochen, ja. Jetzt gibt es ja eine Interpretation, die bleibt sozusagen ziemlich nah dran an dem, wie man sich jetzt so als
angehender Physiker die Welt vorstellt, die Boomsche Mechanik. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Also was sagt diese Interpretation jetzt über die Welt? Woraus besteht die? Ja, also die Boomsche Mechanik, mittlerweile sagt man meist Boom de Broglie. Also man sollte de Broglie miterwähnen. De Broglie hat diese Mechanik eigentlich gleich in seiner Doktorarbeit, schon 1924, ist er auf die Idee gekommen. Also er wollte verstehen, wie kann ein Objekt gleichzeitig sich wie eine Welle und wie ein Teilchen verhalten. Das war damals so eines der großen Probleme. Und nicht nur, dass er gesagt hat, das gilt nicht nur fürs Photon, sondern es gilt für alle Teilchen, das ist dafür, wofür de Broglie heute bekannt ist, sondern er hat auch gleichzeitig eine Antwort gefunden, wie das sein kann. Nämlich er hat gesagt, es gibt beides. Es gibt sowohl eine Welle als auch ein Teilchen. Und damit fällt der Dualismus weg. Und ach so, wir haben glaube ich sogar ein Bild. Ne? Nee. Ist das nicht dabei? Das ist eine. Ja, das ist jetzt so ein typisches Beispiel aus dieser Bohmschen Mechanik. Es gibt eine Welle. Das ist das eine. Und was man hier erklären möchte, ist dieses berühmte Doppelspaltexperiment. Und das Doppelspaltexperiment sagt, wenn Teilchen auf einen Spalt treffen, auf so einen Doppelspalt treffen und dahinter steht ein Schirm, dann machen ein einzelnes Teilchen macht immer irgendeinen Punkt auf dem Schirm. So, wenn wir das aber sehr oft machen mit sehr, sehr vielen Teilchen, dann kriegen wir eine Verteilung dieser Punkte auf dem Schirm, die ist nicht mehr kontinuierlich, sondern die hat ein Interferenzmuster. Ja, so ist das dargestellt. Das sind eigentlich alles ganz viele Punkte. Da hat man dasselbe Experiment ganz oft wiederholt und dann sieht man aber, dass das eben eigentlich ein typisches Interferenzmuster gibt, was zu einer Welle gehört. Und was de Broglie gesagt hat, war, es gibt die Welle und die Welle geht auch durch beide Spalte durch und die Welle zeigt hinter den Spalten ein Interferenzmuster. Was wir dann aber letztendlich beobachten, sind Teilchen, die von dieser Welle geführt werden, geleitet werden. Das heißt, diese Welle wirkt eher wie eine Art Potenzial oder wie eine Kraft. Diese Kraft zeigt die Interferenzmuster und die Teilchen bewegen sich jetzt in diesem Kraftfeld und die bewegen sich so, dass sie besonders häufig da sind, wo dieses Kraftfeld besonders stark ist. Und das ist da, wo dann die Interferenzmuster auftreten. Und die Trajektorien, denen dann diese Teilchen typischerweise folgen, die haben dann solche Figuren. Genau, das heißt, in dieser Interpretation kann ich mir tatsächlich die Dinge noch so vorstellen wie halt früher? Diese Interpretation ist am nächsten an dem dran, was man vielleicht die Newton'sche Interpretation oder eine Newton'sche Welt nennen würde. Das heißt, die Welle hat zumindest einen gewissen Grad von Realität. Da schwanken dann schon wieder die Geister, da hängt es dann schon ab, mit wem ich spreche. Ob die Welle selbst genauso real ist wie das Teilchen oder ob die Welle eigentlich eher eine Art Disposition oder so für das Teilchen darstellt. Also da kann man wieder das ganze Spektrum durchgehen. Aber im Prinzip gibt es beides. Es gibt die Welle, es gibt das Teilchen. Das Teilchen wird von der Welle gelenkt, folgt dadurch ganz eigenartigen Trajektorien und zeigt damit zum Schluss diese interessanten Quanteneffekte. Und wie gesagt, diese Theorie geht eigentlich auf de Broglie zurück. Der hat sie dann 1927 auf der berühmten Solvay-Konferenz, die wir schon mal erwähnt hatten, auch vorgestellt. Wurde von Leuten wie Niels Bohr und Werner Heisenberg und Wolfgang Pauli und so weiter in Grund und Boden geredet. Fand auch keine Unterstützung bei den anderen, bei Einstein und Planck, DE und Schrödinger, die eher so gezweifelt hatten. Und dann hat er das liegen lassen. Und David Bohm hat diese Theorie dann 1952 wieder entdeckt, unabhängig. Er wusste damals nichts von de Broglie. Und seit der Zeit wissen wir, dass es zumindest theoretisch eine Interpretation der Quantenmechanik geben kann, die sehr nah noch an unserem klassischen Realitätsverständnis ist. Das heißt, die Dinge noch so erklären kann, wie wir sie vielleicht klassisch am liebsten möchten, nämlich mit Objekten, die es tatsächlich gibt, unabhängig, ob wir sie wahrnehmen oder nicht, nämlich diese Wellen und diese Teilchen, die gibt es beide. Die Effekte, die wir mit der Wurst und dem Käse am Anfang hatten, da ist es so, dass in der Tat diese Teilchen bestimmte Eigenschaften erst kriegen in dem Moment, wo an ihnen die Messung vorgenommen wird. Aber das ist ja okay, das kann ja sein, das kann auch in einer Newton'schen Welt passieren. Und ein Problem, was wir angesprochen hatten, nämlich was ist, wenn wir das Experiment hier und auf dem Jupiter durchführen, also die Nichtlokalität,
Das ist etwas, was die Bohmianer, wie man sie dann nennt, auch akzeptieren. Sie sagen, ja, diese Welle, die verändert sich tatsächlich instantan. In dem Moment, wo ich hier den Deckel öffne, ändert sich diese Welle im gesamten Universum, soweit sie verbreitet ist, und leitet die Teilchen, die dann irgendwo anders sind, so, dass dann halt eben hier die Wurst und dort der Käse ist. Ja. Das heißt, diese Theorie ist noch sehr nah an unserem klassischen Verständnis. Und jetzt würde ich mal vermuten, ich weiß es jetzt nicht, dass viele von Ihnen sagen, ja, warum akzeptieren wir die dann nicht? Ja, das ist, wenn die schon so nah an unserem newtonschen Verständnis ist, warum, ist doch schön, dann haben wir doch eine Theorie, dann können wir uns doch die Welt vorstellen. Und in der Tat, wenn Sie mit einem Bohmianer reden, dann wird er genauso argumentieren. Und das ist das, was ich am Anfang mal erwähnt hatte. Seien Sie mal dabei, wenn ein Bohmianer und ein Many-Worlds-Anhänger sich unterhalten. Da fliegen die Fetzen. Das ist also, das hat mit Wissenschaft dann gar nichts mehr zu tun. Also die Argumente, die man gegen Bohm oder gegen diese Theorie vorbringen kann, sind genauso unwissenschaftlich, sage ich mal, wie die Argumente, die man gegen die Many-Worlds-Theorie vorbringen kann. Man kann sagen, das ist absurd, das ist ja, kann man nicht glauben, ist ja lächerlich oder so. Genauso kann man auch gegen Bohm argumentieren, aber man kann nicht sagen, es ist falsch. Warum ich jetzt selbst kein Bohmianer bin, das liegt einfach daran, dass diese Theorie sehr viele Elemente hat, die sich wissenschaftlich nicht nachweisen lassen. Und als Physiker habe ich immer so ein bisschen die Hoffnung, wenn ich eine Theorie aufbaue, in der es bestimmte Entitäten gibt, dann möchte ich auch irgendein Experiment haben, was diese Entitäten mir dann auch nachweist. Aber die Bohmsche Theorie macht genau das, was die Quantenmechanik auch macht, die nicht mehr und nicht weniger. Und das ist so ein bisschen unbefriedigend für mich, dass ich eine Theorie habe, die, sagen wir mal, dieser Regel von Ockhams Messer so massiv widerspricht. Das heißt, die hat einen riesigen Ballast eigentlich an zusätzlichen Elementen in sich, in meinen Augen zumindest, die ich glauben kann, aber wo ich keinen wissenschaftlichen Nachweis für finde. Also genau. wenn ich Prüfungen mache, zum Beispiel mit Experimentalphysikern, ich selbst bin Theoretiker, wenn wir Prüfungen haben, die Experimentalphysiker stellen immer die Frage dann den Prüfling, ja, woher weiß ich denn das? Ja, die Prüflinge sagen dann, ja, Atome haben einen Kern und ja, drum schwirren die Elektronen. Ja, woher weiß ich denn das? Und genauso ist es für mich bei Bohm. Ja, also es sind ganz viele Elemente, wo ich dann sagen würde, ja, woher weiß ich das? Und ich weiß es nicht, ich muss es einfach glauben. Ja, meine Damen und Herren, also die Zeit neigt sich leider schon ein bisschen dem Ende. Wir haben aber noch einen kleinen Teil für Sie vorbereitet. Und um den einzuleiten, können Sie noch mal kurz in sich gehen. Und jeder von Ihnen, der hier ist, hat wahrscheinlich einen gewissen Bezug zur Quantenmechanik schon gehabt. Ja, mal das Wort gehört, mal irgendwo was drüber gelesen, was jemand gesagt hat oder geschrieben. Die einen vielleicht was Esoterisches, was Ihnen gut gefallen hat. Die anderen vielleicht eher was Esoterisches, was Ihnen nicht so gut gefallen hat. Und was wir eigentlich bis heute gesehen oder bis jetzt gesehen haben, ist, dass es da sehr viele Möglichkeiten gibt, Dinge zu sagen, die nicht im strengen wissenschaftlichen Sinn falsch sind. Ja? Also sowohl, wenn man jetzt extrem die Welt reduzieren möchte auf Atome, als auch wenn man irgendwie, wie gesagt, etwas esoterische Dinge, ich nenne es hier mal nur das Buzzword Bewusstsein, ins Spiel bringen will. Ja? Und leider können wir Ihnen jetzt hier nicht mehr geben, also als definitive Antwort, als diese Aussage und noch eine Aussage, die ein bisschen darüber hinausgeht. Und das ist jetzt der Teil, der dritte Teil, den wir geplant haben. Der passt auch zeitlich, glaube ich, noch gut rein. Nämlich, ich muss ja irgendwas aufgeben, Thomas. Und wie sieht's damit aus? Also welche Wahlen habe ich da? Ja, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten gehört, wie man Quantenmechanik oder welche Möglichkeiten der Interpretation man hat und so weiter. Wenn man mal versuchen möchte, wo liegen denn jetzt eigentlich die Schwierigkeiten, die wir haben? Also ich möchte mal drei Eigenschaften erwähnen, von denen ich glaube, dass die meisten von uns sagen würden, das würde ich von der Realität, an die ich glaube, schon erwarten. Die eine Eigenschaft ist, dass die Realität in irgendeiner Weise, dass da was Objektives ist. Also es ist sehr schwierig tatsächlich zu glauben, dass Eigenschaften nicht existieren, wenn ich sie nicht existieren sollen, wenn ich sie nicht wahrnehme. Es gibt einen berühmten Artikel von David Merman, das spielt dann wieder auch ein klein bisschen an die Geschichte von Borges an, die wir am Anfang hatten. Der Artikel heißt Is the Moon There When Nobody Looks? Und das Ganze geht zurück auf ein Zitat von Einstein. Ich glaube, jeder von uns glaubt, dass der Mond auch da ist, wenn keiner hinguckt. Und wir tun uns schwer damit zu glauben, dass das in der mikroskopischen Welt
anders sein soll. Dass manche Eigenschaften wirklich erst dadurch entstehen, dass wir sie beobachten oder dass wir sie versuchen zu messen oder zu präparieren oder wie auch immer, welchen Ausdruck man da benutzen möchte. Schrödinger hat mal in 1932 schon, glaube ich, ein sehr interessantes Wort geprägt. Er hat gesagt, wir sollten überhaupt gar nicht von Messung sprechen, wir sollten von Prokrustie sprechen. Und er bezog sich dabei auf diesen Riesen in der griechischen Mythologie, der seine Gäste in seine Betten reinzwängte. Waren die Gäste zu klein, dann wurden sie gestreckt, und waren sie zu groß, dann wurden ihnen die Beine abgehackt oder sie wurden gestaucht. Das heißt, was Schrödinger damit ausdrücken wollte, ist, die Eigenschaften sind gar nicht da, sondern wir kommen mit einem bestimmten Schema, das heißt Messung, und dieses Schema lässt halt nur bestimmte Dinge zu, und dann zwängen wir unser System in dieses Schema rein. Und das ist das, was man auch heute noch eigentlich unter Prokrustie oder Prokrustes oder so weiter darunter versteht. Also die eine Eigenschaft, an der wir eventuell zweifeln müssen, wäre, gibt es diese objektive Realität oder gibt es sie nicht? Die Beispiele, die wir gesehen haben, Bohm zum Beispiel würde sagen, objektive Realität gibt's, das Axiom, das ist für mich geschenkt. Der zweite Punkt hatten wir auch schon angesprochen, das Prinzip vom hinreichenden Grund. Also glauben wir an eine Form von Wahrscheinlichkeit, die in nichts begründet ist? Glauben wir, dass in der Welt Dinge passieren, zum Beispiel jetzt sage ich mal, dass ein Elektron nach oben oder unten abgelenkt wird in einem Magnetfeld, wenn es die beiden Möglichkeiten gibt. Und es gibt nichts in dieser Welt, was vorher bestimmt hat, welche der beiden Möglichkeiten jetzt eintritt. Und für Leibniz war das undenkbar. Für Leibniz musste es immer einen hinreichenden Grund geben. Und die Quantenmechanik scheint uns zu lehren, das ist nicht der Fall. Aber auch dieses Axiom könnten wir noch beibehalten. Auch da würde die Bohmsche Theorie sagen, in meiner Theorie, also in der Bohmschen Mechanik, gibt es für alles auch einen Grund. Den können wir zwar nicht wissen, weil wir können die Trajektorien oder die Teilchen selbst nicht sehen, zumindest nicht, solange sie da in dieser Welle von dieser Welle geführt werden. Aber hätten wir die Augen Gottes oder von wem auch immer, der diese Dinge sehen kann, dann wüssten wir, warum es so passiert. Ja, und die dritte Sache, das ist eben die Sache mit der Lokalität. Glaube ich, dass Dinge, die ich in diesem Moment hier mache, einen Einfluss haben, im Prinzip im ganzen Universum, instantan in diesem Moment. Nichts mehr mit Ausbreitung, mit Lichtgeschwindigkeit oder sonst etwas. Und das sind, sagen wir mal, so drei Grundannahmen, die wir in der Physik gerne alle drei behalten würden. Und es sieht so aus, als ob die Natur uns zwingt, mindestens eine von diesen Annahmen aufzugeben. Und in der Bohmschen Mechanik, von der ich vorhin gesagt habe, die ist noch am nächsten dran, an unserem klassischen Realitätsverständnis, wäre es das dritte Axiom. Lokalität gibt's nicht. Tatsächlich haben Dinge, die in diesem Moment hier passieren, im ganzen Universum eine Auswirkung. In der extremsten Form. Also das sind drei Grundannahmen, wo ich noch ein bisschen gestehen muss, da knapp's ich noch so ein bisschen dran, welche der drei ich wirklich aufgeben sollte. Ich persönlich würde sagen, ich will keine aufgeben, ich will alle drei behalten. Und vielleicht waren wir nur noch nicht intelligent genug, den Ausweg zu finden. Aber zumindest momentan ist die herrschende Meinung die, eine der drei müssen wir wohl vermutlich aufgeben, mindestens eine, wenn nicht sogar mehr, müssen wir aufgeben. Ja, also haben Sie doch eine Kleinigkeit an konstruktivem Wissen mit nach Hause genommen. Ich bedanke mich jetzt schon mal ganz kurz, richtiger Dank kommt gleich. Und wir haben uns so ein bisschen zur Tradition gesetzt, dass wir unsere Gäste am Ende des Abends immer die Gretchenfrage stellen, nämlich die Frage nach der eigenen Meinung, nach der eigenen Meinung zu dem, was wirklich ist. Also Thomas, jetzt die Frage an dich. Für dich persönlich, was würdest du unseren Gästen mit nach Hause geben als Antwort auf die Frage, was ist wirklich? Also wirklich ist sicherlich, dass ich mich jetzt gleich auf ein schönes Glas Bier oder so freue. Aber ich weiß nicht, ob das etwas ist, was ich Ihnen mit nach Hause geben kann. Also diese Sache mit dem wirklich, jetzt hole ich doch noch mal ein klein bisschen aus.
Ich weiß nicht, wie viele hier sitzen, die Harry Potter gelesen haben. Ich habe ihn mit Leidenschaft gelesen, so vor 10-12 Jahren. Und im letzten Band, ich weiß nicht, wie viele das auch aufgefallen ist, im letzten Band war plötzlich eine Bemerkung, die passte so gar nicht zu allen 6 Bänden vorher. Die hatte für mich etwas wirklich philosophisch Tiefes, wo ich sagen würde, das steckte vorher gar nicht drin. Und zwar ist es eine Szene, wo Harry Potter auf Dumbledore trifft in King's Cross Station, obwohl Dumbledore schon im 5. Band gestorben ist. Und sie unterhalten sich. Und ganz am Ende fragt Harry Potter Dumbledore, ist das jetzt alles Wirklichkeit oder passiert das in meinem Kopf? Und Dumbledore antwortet, natürlich ist es in deinem Kopf. Aber warum glaubst du, das sei nicht wirklich? Und das hat mich eigentlich sehr beeindruckt, damals schon. Das hat jetzt gar nichts mit dieser Aussage Wirklichkeit zu tun, oder nicht? Dass wir geneigt sind, die Dinge, die in unserem Kopf passieren, als weniger wirklich anzunehmen, als die Dinge, die nicht in unserem Kopf passieren, die wir anfassen können. Und mir hat das sehr zu denken gegeben. Also ich würde sagen, wir sollten die Dinge, die in unserem Kopf passieren, ruhig auch manchmal etwas wichtiger nehmen. Okay, dann sage ich schon mal danke. Wir haben einen guten Massiv. Komm, noch einen Schalter. Dann bleibt mir am Ende dieses Abends nur Danke zu sagen. Danke zunächst mal Ihnen, Herr Fick, dass Sie von Freiburg zu uns gekommen sind und dass wir zumindest ein gewisses Stück in die Paradoxien der Quantenwelt eingetaucht sind, diese Paradoxien nicht auflösen konnten, aber dass wir die jetzt in unserem Kopf mit nach Hause nehmen und dass wir uns überlegen, wo ist denn bitteschön das Wurstbrot? Danke für diese interessanten Einführungen. Danke Ihnen für das Kommen heute Abend. Ich fand es wirklich klasse, dass wir bei Was ist wirklich so eine wirklich große, schöne, vielfältige Runde hatten. Ich wünsche allen einen ganz guten Nachhauseweg, noch einen angenehmen Abend und kommen Sie doch wieder. Die Möglichkeiten dazu stellt Ihnen Johannes gleich vor. Genau, also wir haben ja uns das Ziel gesetzt, so ein bisschen die Antwort auf die Frage, was ist wirklich zu finden, und zwar nicht nur die Antwort, die die Naturwissenschaft gibt, sondern eben auch die Antwort, die andere Disziplinen geben, Philosophie zum Beispiel, aber insbesondere auch eine Antwort, die vielleicht gar nicht von Wissenschaftlern kommt, sondern die vielleicht auch von Leuten kommt, die wirklich einschlägige Erfahrungen gemacht haben. Und ich würde Sie hiermit ganz herzlich einladen, einen ganz besonderen Gast in unserer Reihe zu begrüßen, das nächste Mal am 2. Juni. Das ist Herr Max Mannheimer, der hat leider das nationalsozialistische Grauen in den Konzentrationslagern erleben müssen. Er ist 95 Jahre, ja, er hat sich zur Aufgabe gesetzt, darüber zu reden, aber nicht nur über die Erfahrungen, sondern auch über das, was er denkt, was dem zugrunde liegt, wie sowas passieren konnte. Ich lade Sie ganz herzlich ein. Wie gesagt, schreiben Sie sich den Termin auf. Als letztes haben wir nochmal einen Termin, wo es um den Menschen geht. Da geht es um den sogenannten Srebrenica-Konflikt. Die etwas älteren Leute unter Ihnen werden ihn kennen. Und da wollen wir die Frage stellen, wie kann es passieren, ja, dass aus Geselligkeit oder friedlichem Beisammenleben plötzlich Völkermord entsteht. Ja? Und auch hier heiße ich Sie herzlich willkommen. Was Sie gerne machen können, ist, wenn Sie informiert bleiben wollen, nicht nur in diesem Semester, sondern auch in den nächsten, was der Plan ist, tragen Sie sich einfach in die Listen ein, die hier bei den Ausgängen liegen. Dann setzen wir Sie auf einen E-Mail-Verteiler und dann können Sie im Weiteren sozusagen der Veranstaltung folgen, wenn Sie wollen. Ja, damit auch von mir nochmal ein ganz herzliches Dank an Sie und auch an meine Co-Organisatoren oder unsere Co-Organisatoren und kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank. Genau, okay.